Hallo und willkommen zum nächsten Video. Heute schraube ich wieder was auseinander und zwar ein lang ersehntes Teil des Elgato Stream Deck. Da habe ich jetzt lang drauf gewartet, nachdem ich es bestellt habe. Und heute schrauben wir es mal auf. Ich hoffe, da sind Schrauben drin und gucken uns an, was drin ist. Denn die Diskussion kam auf im Discord, ist da ein Display drin oder sind da ganz viele einzelne kleine Displays drin? Und diese Frage werden wir jetzt beantworten. Zuerst suche ich vergebens nach Schrauben, danach weiß ich dann aber, dass das Gehäuse geklippt sein muss. Ich heble den Deckel also an den ersichtlichen Stellen auf und kann danach das Gehäuse öffnen. Die Deckelplatte besteht aus gefrästem Aluminium und ist mit einem Kupferband verklebt. Die Elektronik selbst ist weder verschraubt noch verklebt und kann einfach aus der Unterschale herausgehebelt werden. Das Ganze schreit genau hier schon laut nach: Ich habe nur ein großes Display. Wir gehen aber auf Nummer sicher und entfernen die seitlichen Kupferbänder. Die Platine wird von Metallklammern gehalten, die wir jetzt gerade biegen. Nun lässt sie sich nach oben herausnehmen. Auf der Unterseite kommen drei Flachbandkabel zum Vorschein, die mit Kapton-Tape überklebt wurden. Ich entferne vorsichtig das Tape, öffne die Verriegelungen der Flachbandkabel und entferne diese. Jetzt wird's spannend, das Display ist wieder mit vier Metallklammern befestigt. Des Weiteren wurde ein echt gut klebendes Kupferband zur Schirmung angebracht. Mit ein wenig Gefühl kann man nun das Display herausnehmen. Zum Vorschein kommt ein einziges Display mit einem komischen schwarzen Gitter. Dieses ist leicht geklebt, lässt sich aber gut entfernen. Nun haben wir das nackte Display in den Händen. Die Frage nach, sind es einzelne Displays, ist also beantwortet. Es handelt sich hier um ein LD043H10, einem 4,3 Zoll LCD-Display mit 480x272 Pixel. Bei dem schwarzen Gitter handelt es sich um eine Folientastatur, die von den Tasten im Deckel gedrückt wird. Diese Tasten, die gleichzeitig Linsen sind und einen sehr schönen optischen Effekt erzielen, sind in Gummi eingespritzt, der die Feder übernimmt. Schnell bauen wir wieder alles zusammen. Wir wollen ja schließlich testen, wie das Ding am PC funktioniert. Moment, erst gibt es noch Details zu den Bauteilen auf der Platine. Das Herzstück ist ein Prozessor der Firma Microchip, ein ATSEM 9G45 mit bis zu 400 MHz Taktfrequenz. Dieser besitzt bereits einen LCD-Controller, der Displays bis 1280x860 Pixel ansteuern kann. Als Peripherie hat der Prozessor einen 512 Mbit großen SD-RAM und einen 1 Gigabit großen Flash-Speicher von der Firma Windbond erhalten. Die Spannungen werden alle aus den 5 Volt des USB generiert. Dafür befinden sich in Summe 3 LDOs und 2 Schaltregler auf der Platine. In den USB-Datenleitungen befindet sich eine Drossel und am Rand befinden sich noch Footprints für nicht bestückte Bauteile. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für die Spenden, durch die ich mir das Gerät kaufen konnte.